Hallo! Falsche Stimmlage. Für alle Hater da draußen, wenn ihr mich mal irgendwie haten wollt oder so, falls ihr Lust habt, ich lebe, Hater sind gute Werbung, dann bitte ich euch doch, euch Seelan zu nennen. Damit könnt ihr mir so richtig auf den Zeiger gehen, aber pff, wir haben, glaube ich, schon genug darüber gelabert. Seelan lebt ja noch. Sie hat noch nichts verbrochen. Sie ist nur extrem geschwächt. Dabei hat Seelan vorhin erst ein Level abbekommen, irgendwo im Tempel da. Die habt ihr nicht gesehen, aber offscreen. Lufia total 100% nicht offscreen zu machen, ist schwer. Ach, der Grund, warum ich jetzt nicht in der Stadt gehe und eine Gruppe plane, ist ganz einfach. Ich gehe eben schnell in die nächste Stadt, da gibt es ja eh bessere Sachen. Und was sagt der Ritter denn? Hier geht es nach Kythos. Ach nee, deswegen steht da im Bildschirm Tempel nach Kythos. Ja, die Charaktere wissen doch, dass sie in einem Videospiel sind. Sonst würden sie sich nicht so unlogisch verhalten. Haha. Oh mein Gott, ein riesiger... Ein riesiges Meer. Ich wollte gerade sagen, ein riesiger See. Drei Bluthunde. Aha. Ach, warte mal. Ich glaube... Ja, Aquata war, glaube ich, gut gegen die Bluthunde. Ja, geht, ne? Ganz okay. Bluthunde waren ja nicht so hart und irgendwie... Ja, ach, Angriff. Da kann auch Angriff reichen. Oh, 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 da unten ist was. Mann, das könnte mein... Oh, oh! Ihr wisst, ich glaube, ich habe euch die schon mal gezeigt, die letzten Klötze. Die bringen sau, sau viel Erfahrung und wenn ich Level will, dann tue ich das auch hier. Ich glaube, jetzt habe ich einen Level-Plus gefunden. Nur hoffe ich, dass es auch klappt. Hier mache ich Raserei. Ich setze meine Wutattacken ein, weil ich hoffe, dass die besser treffen können. Ich glaube, es hat eigentlich keinen Sinn, ob ich jetzt eine Wutattacke mache oder nicht. Also, oh, bitte nicht, aber der letzte bleibt doch. Ja, puh. Braver Klotz, braver Klotz. Bah, Watz. Natürlich, bei Seelan ist Watz, aber... Bei meinem Hundi nicht, bei meinem Hundi nicht, der ist brav. Ja, Erfahrung. M wurde aufgestuft. Chomp wurde aufgestuft. Mehr nicht. Also bei Dragon Quest kriegt man deutlich mehr für einen Metallschleim. Aber das hier ist schließlich Lufia Wise of the Sinistrals und nicht Dragon Quest 1. Nein, in Dragon Quest 1 gab es doch noch gar keine Metallschleime. Ist doch egal. Oh, die Stadt kenne ich, glaube ich, sogar. Ich habe ja mal einen Kollegen gezockt und da war ich auch in der Stadt. Oh, oh. Gnome. Na, ich wollte jetzt sagen, es gab doch früher so eine Kindersendung. Ich glaube, da waren so nur Gartenzwerge in so einem Dorf. Und die hatten so einen Papa Schlumpf. Also jetzt keine Schlümpfe oder so. So eine Art Papa Schlumpf, der sah genau so aus, ich schwöre. Hm. Aquater, Helfer, Glutball. Satansbiss. Ich glaube, die sind total hart. Sieht sie euch an. Ich würde... auf der World Map muss man noch vor Furchterregen vor solchen alten Säcken wegrennen. Die können bestimmt... Haben bestimmt viel Angriffskraft. Stärke also. Ja, ja, ja. Und vor allem für Verteidigung. Und guckt euch das mal an. So ein alter, kleiner Gnom haut... Viecher aus den Latschen, ey. Ich finde, die Gegner sind einfach nicht schlau genug ausgetüftelt. Ich weiß nicht. Die richtig schlau ausgetüftelten Spiele sind Final Fantasy, Breath of Fire und... Und Dragon Quest nicht. Okay, ansonsten kenne ich kaum wirklich Rollenspiele, die ausgetüftelt sind. Ja, vielleicht noch. Ach, keine Ahnung. Fällt mir ein, wenn mir wieder einfällt. Natürlich logisch. Boah, ey, gerade noch davon gekommen, Seelan. Freu dich, du hast einen tollen Freund. Aber eigentlich hast du was Schlechteres verdient. Oh, oh, da gibt uns mehr Erfahrung, wenn er wieder kommt. Und jetzt mach schneller. Ich kämpfe jetzt hier die ganze Zeit nur. Weil ich hoffe, annähernd gute Erfahrung zu kriegen. Natürlich könnte ich auch auf die Würfelchen warten. Hm. Aquata. Ja, boah, die sterben aber auch nie. Oh, der hat sich geheilt, glaube ich. Dabei macht WLAN gar nicht mal so viel nicht so wenig Angriffsschaden. Das muss man auch lassen. Sind wir mit der Zeit wirklich stärker im Angriff? Soll das so sein oder mache ich einen Fehler? Ich weiß nicht. Geh mal in die Stadt, die total langweilig bestimmt ist. Kythos! Sieht aus wie die zerstörte Stadt, die Gales zerstört hat, aber die jetzt wieder aufgebaut. Entwickler fällt auch nichts Neues ein. Ja, okay, ich guck mir kurz die Umrisse der Stadt an. Sieht auch aus wie die Hafenstadt. Hey, kommt schon. Jede neue Stadt ist doch nichts Besonderes. Ja, wir wollen. Was kann man noch so labern in Lufia? Ach ja, es läuft ja wieder so ein RTL-Format. So
von, ich glaube, es ist die dritte Runde schon. Ja, die vierte sogar schon. Boah, wie kann so eine Scheiße so beliebt sein? Ihr wisst, wovon ich rede. Deutschland sucht das Supertalent. Oh Gott, hasse ich diese Serie. Okay, man könnte meinen, das sind wirklich tolle Talente, muss ich ja sagen. Eben was vorlesen. Lexis ist irgendwie komisch, aber ich mag ihn. Er ist immer so nett zu mir. Mögt ihr Blumen? Ja, ich will Blumen essen, aber wenn ich... Nein, ich finde das eigentlich ganz okay und korrekt, was die Leute da machen und auch interessant. Doch was mir aufregt, dass ich ständig irgendeine Meinung vor dem Fernseher gegeigt kriege. Also von der Jury, von dem Publikum. Boah, das Publikum, ich hasse es. Und das geht mir sowas davon auf den Zeiger. Oh, ich habe jetzt Ja gedrückt. Was jetzt? Ich laber wieder zu viel. Hallo, ich habe hier einen Kunden mitgebracht. Hoppla, wo ist Lexis hingegangen? Er muss im Labor sein. Seid ihr diejenigen, die an dem Schiff interessiert sind? Naja, schon, kostet ja nichts. Das ist es. Es ist einfach fast wie neu und ein richtiges Schnäppchen. Warum will der Besitzer ein fast neues Schiff verkaufen? Der Besitzer ist Lexis Shire. Der ist vielleicht komisch und er denkt, er wäre... Ach, sei ein genialer Erfinder. Er findet immer seltsame Sachen und weil das eine Menge kostet, braucht er ständig Geld. Nun konnte er sich dieses dann leisten? Ach, wie konnte er sich dann leisten, dieses Schiff zu kaufen? Naja, er sagt, er hat einen reichen Typ dazu bereit, einen seiner Erfindungen zu kaufen. Ich muss mal gucken. Nur meine, niemand kommt rein. Aber ich kann es denn hier so genau hören. Das klingt ziemlich unglaubwürdig. Am besten, wir schauen uns den Typen mal persönlich an. Vielleicht ist er wirklich ein Genie. Genie? Lexis. Lexis ist eine Höhle nördlich von hier. Ich hoffe, dass es nicht von Monstern besetzt oder so. Ich will jetzt Lexis haben und ich hoffe, er ist ein guter Deker oder Seelenersatz. Ich will jetzt mal einen Magic-Typen haben. Magic. Ja, ich denke mal... Ach, warum gehe ich da wieder rein und rede mit dem Kind? Ja, jedenfalls, wo war ich stehen geblieben? Ach ja, ich wollte ja erstmal meine Truppen ausrüsten. Ich habe schon auf euch gewartet. Ein Kropftropfen, aha. Klingt wie Hundeessen, irgendwie Krafttropfen. Bläh. Also der... Oh, oh, Heiltrank. Her und füllt teilweise. Kampfkraft, was heißt das? Ich nehme jetzt einfach mal eine Menge davon und hoffe, dass das wirklich gut ist. Oh, ich muss auf meine Ausrüstung achten. Oh, gehen wir mal zum Laden. Shop. Da ist er. Gut, kann ich euch weiterhelfen? So, Steinbrecher. Oh, 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 das ist ein fetter Schadensbonus. Nimm das. Morgenstern. Oh mein Gott, was für ein Schadensbonus. Oh, krass. Seelandswaffen sind mal wieder am teuersten. Typisch, warum brauchst du teure Waffen, Seeland? Ich glaube, den braucht so Lexis, den Schraubstock, weil er ein Erfinder ist, aber... Nee. Bärenschild. Oh, 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 Verteidigung für Seelan. Da sage ich nicht nein. Und noch ein Spiel, warum das Spiel so schwul ist, warum die Männer hier in dem Spiel schwul sind und die Frauen so maskulin. Ich meine, von der Ausrüstung her. Rosenschild. Perfektes Schild für Frauen. Nein, es können nur die Männer tragen. Bärenschild. Perfektes Schild für Männer. Es kann nur die Frau tragen, weil die ja so Bär ist und so viel aushält. Gott. Ja, aber ich denke mal, das vielleicht ist das auch ein Übersetzungsfehler. Und das ist genau umgekehrt. Eiszylinder, Glaszylinder. Glas. Ja, aus Glas. Toll. Da, okay, ich hatte ja noch keine Geschosse. Pff. Ich weiß nicht. Aus Eis ist schon... Dürfte ziemlich kalt sein. Boah, ich glaube, ich könnte halt nicht ewig auf den Kopf tragen. Hm, durch Angriffskraft zugunsten der Verteidigung. Oh, natürlich. So viel Verteidigung kriegt man nicht so schnell auf einmal. Ah, wenn mir die... Oh, Platten. Ja, Plattenhemd. Hemd, Plattenhemd. Gibt es Plattenhemden? Wie klingt das denn? Claude Mois treibt halt sein Unwesen. Ah, Seidentoga. Ach, Verteidigung für Seeland brauche ich immer. What the? Hat doch jetzt gerade das... Ja, toll. Hätte ich mir sparen können. So, das war es erstmal davon. Aber nein, es gibt doch hier noch Magieladen, oder nicht? Ja, es ist wieder so ein Ausrüstungspart. Hm, wo ist denn der Magieladen? Gibt es hier einen? Komm schon, Magie. Jetzt bin ich natürlich draußen. Ich kann ja erstmal in der Kirche. Ich brauche gar nichts in der Kirche. Ich muss da nur wiederbeleben. Ich habe Safe States, Mann. Item, boah, gibt es denn hier nichts Neues? So gerne gehen wir zur Höhle und schauen nach Lexis. Dir gerne. Nee. Also, oh, Vulkan, Vulkan. Kommt man mal in einen Vulkan, wenn man Abwechslung. Ja, was ich an Deutschland sucht den Supertalent übrigens. Ja, ich wollte eigentlich von lange drauf zurückkommen, aber hier ist ja so viel los. Ja, die Leute da,
sind total opportunistisch. Da war, glaube ich, mal eine mit einer Geige. Erstmal so zur Anmerkung. Ich gucke es, wenn ich mich darüber aufrege, frage ich euch, wann guckt ihr es? Oh, das ist gut. Das liegt daran... Na toll, keiner ist da. Ich spiele und laber, das ist krass. Wobei man das kaum als Spiel bezeichnen kann. Nein, ich muss es immer mit meiner Mutter gucken, weil mein Stiefvater guckt James Bond, hat keinen Bock auf so eine Kacke. Das ist das einzige Positive an ihm und wohl eine der wenigen Gemeinsamkeiten. Und der Felix, der eigentlich schon längst im Bett sein sollte, also mein kleiner Bruder, spielt lieber mit seinen Rittern. Und deswegen will meine Mutter nicht alleine sein, holt mich ins Boot. Und dann wundert sie sich, dass ich meinen Senf dazu gebe. Ist doch nur so. Ui, ui, ui. Das klingt lustig, die Musik hier. Wenn es jetzt nur Rätsel sind. Willkommen im Shire-Labor von Lexis. Wer es nicht glaubt, der irrt sich. Toll, ich gehe mal hier unten lang. Oh. Na, okay, dann gehen wir zu Lexis. Ja, und genau das Publikum ist opportunistisch. Ja, da war eine mit einer Geige. Die haben sie erst ausgebucht, weil sie ein klassisches Musikstück spielt. Und als sie dann plötzlich irgendwas von Michael Jackson so eine Scheiße gemacht hat. Natürlich lautkräftig mit Rock. Ich finde Geige beim Rock richtig Hammer. Also mal so zur Anmerkung. Haben sie plötzlich laut gejubelt, geklatscht, bla bla bla. Dabei war ja doch richtig heftig das Ausbuhen bei der klassischen Musik. Also ich glaube, ich hätte das nicht ausgehalten, wäre ich auf der Bühne. Also ich will nur sagen, dass von pah, scheiß Mainstream-Publikum. Rennt doch direkt. Kaum gibt's was Neues. Das sind gar keine richtigen Fans, Leute. Richtige Fans sind halt. Es ist wie beim Fußball. Ich glaube, ich habe schon mal beim Fußball erklärt. Also sucht den Let's Play Part, wo ich es gemacht habe. Ja, jedenfalls Mainstream Paar. Super Talent. Einfach nur Dreck, Geldmaschinerie. Wie gesagt, ich würde mir die Leute angucken, wenn ich nicht ständig irgendein dummes Publikum kriege, was mir die Meinung geigt. Oh, was ist das denn für eine Höhle? Ah, das musst du jetzt einfach mal raus. Ich rede gerne über so Aufreger in Parts. Ja, also beide Räume führen mich in die Irre. Also der ist richtig. Da bin ich gerade reingegangen. Ich muss aber den richtigen Raum finden, oder? Ich könnte ja safe stehen. Willkommen erneut. Doch nun tritt ein. Hinter dieser Tür soll das Laboratorium sein. Das ist eine Falle. Natürlich ist das eine Falle, ey. Wie einfach. Lexis Shire Labor. Das ist komisch, der Typ. Ehrlich. Okay, ein alter Sack oder so. Huch, mit grünen Haaren, so wie Selana, toll. Huch, ihr seid Fremde oder wie seid ihr hergekommen? Bist du Lexis? Allen Berechnungen nach bin ich wirklich Lexis. Ich bin M und das hier ist Selan. Man hat uns erzählt, du würdest dein Schiff verkaufen wollen. Ihr wollt also mein Schiff kaufen, das ist wunderbar. Warum verkaufst du solch ein großes Schiff? Ist es groß, aber nicht stabil genug, um dies hier zu tragen. Was ist das? Ich nenne es Motor. Und was macht dein Motor? Öl und Luft werden in einem Zylinder vermischt. Und erzeugen eine Verbrennung. Wie unser Körper. Nein, der Motor macht dies sehr schnell. Wenn es funktioniert, kann ein Schiff ohne Wind segeln, aus eigenem Antrieb. Ernsthaft? So einen Schrott habe ich noch nie gehört. Die Zeit für den Test ist gekommen. Ihr werdet Zeugen einer glorreichen Erfindung. Eine Erfindung, die die Welt verändern wird. Los geht's! Tada! Ja, ich muss so komisch reden. Schau, der Propeller setzt sich ohne Wind in Bewegung. Das ist unglaublich! It's amazing! Er kann sogar noch schneller rotieren. Haha, was sagt ihr jetzt? Klasse, lass uns in einem Dungeon gehen und einen neuen Motor finden oder so. Ahaha! Diese eines werde ich nie wieder vergessen. Ich gehe, lasst uns Satos fragen, ob er uns ein Schiff baut. Ja, einverstanden. Wartet einen Augenblick, ihr meint, Satos baut wieder Schiffe? Ja, warum fragst du? Er wollte doch keine Schiffe mehr bauen, bevor er nicht den Aura-Baum gefunden hat. Wir haben für ihn den Baum gefunden. Stimmt, das lag schon so lange her, Leute. Ja, Aura-Baum. Ich mag mich zu erinnern. Ich glaube, es war irgendwie... diesen Kackfurzer-Pass, was weiß ich. Ist das wirklich wahr? Es soll mich doch der Einstein holen, das ist fantastisch! Kennst du Satos? Klar, er baut die besten Schiffe dieser Welt. Er könnte sogar ein Schiff für meinen Motor bauen. Warum braucht ihr denn ein Schiff? Ihr seht nicht viele Seeleute aus. Das geht ein bisschen. Blablabla. Ja, ich, wir machen im nächsten Part weiter. Und ich hoffe, dann kriege ich meine D-Abos wieder weg. Also, ich habe ja mittlerweile viele D-Abos bekommen. Wahrscheinlich einfach, weil die Leute mich fälschlicherweise aus Versehen abonniert haben. Also, denkt dran. Guckt vorher, bevor ihr mich abonniert. Also, bis zum nächsten Part.